In der malerischen Landschaft, umrahmt von den Mäandern der Flüsse Ulava und Uslava, verziert mit ländlichen Kirchen und Schlössern südlich der Stadt Pilsen, liegt die bis jetzt wenig bekannte Sehenswürdigkeit, das staatliche Schloss Nebelovi. Das Schloss Nebelovi ließen die Marschälle der Venezianischen Republik und der österreichische Feldmarschall Graf Adam Heinrich von Steinau zur Residenz ausbauen. Schloss Nebelovi ist ein Beispiel für eine Höchstbarock-Residenz, inspiriert durch die Architektur der Wiener Stadtpalais. Das Objekt wird von zwei hufeisenförmigen Flügeln gebildet, gegenüber einer Längsachse. Gemeinsam mit zwei einstöckigen Galerien schließen diese den Vorhof ab. Graf Heinrich erlebte aber die Vollendung seiner großartigen Residenz nicht. Er verstarb während des Ausbaus. Das Schloss vererbte das tschechische gräfliche Geschlecht Černin. Die Černins residierten hier aber fast 50 Jahre nicht. Das Schloss hatte zahlreiche statische Beschädigungen und begann zu zerfallen. Der Tanzsaal zerfiel, ein Flügel riss ab, der Flügel hier hinter mir. Und erst unter Verwaltung von Wojtek Černin aus Chudenice, er war der letzte männliche Nachkomme der Familie Černin aus Chudenice, kam es zur kompletten Rekonstruktion des ganzen Geländes. Hier sieht man noch die zwei Flügel auf den rechten und linken Seiten. Diese stürzten aber am Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Es wurde also komplett renoviert, wobei auch Interieur im ersten Stock des Malers Antonín Tuvora aus gemalt wurde, der fantastische Tanzsaal, weitere Interieurs und so weiter. Da aber das Schloss mehr und mehr zerfiel, verlor es beide Funktionen, Repräsentanz und Bewohnbarkeit. Im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Schloss wirtschaftlich genutzt. Erst im Jahr 1968, wie man sagt 5 Minuten vor 12, fing man mit Rettungsarbeiten an. Für die Besucher wurde diese interessante und einzigartige Sehenswürdigkeit erst im Jahr 1998 öffentlich zugänglich. Das heißt, nach 30 Jahre dauernden Anstrengungen um den Erhalt der damaligen Schönheit. Noch heute werden weitere renovierte Zimmer und Salons öffentlich gemacht. In den Innenräumen des staatlichen Schlosses können sich die Besucher die Sammlungen des Nationalen Denkmalinstituts anschauen. Unter diesen kostbaren Sammlungsexemplaren zeichnen sich 4 merkwürdige Bilder des deutschen Malers Gottfried Liebald aus. Viele seiner Bilder wurden irrtümlich jahrhundertelang anderen Autoren zugeschrieben. Diese Bilder stellen das einzigartige Kunstwerk der damaligen Zeit, das in Mitteleuropa gar nicht bekannt war, dar. Gottfried Liebald, Autor dieses Kunstwerks, war eigentlich der einzige Maler, der sich mit dieser Art Bilder beschäftigte. Es geht um dekorative Bilder, die das Stillleben mit einem Teppich und darauf liegendem Obst darstellen. In Italien im 17. Jahrhundert war es eine Gruppe Künstler, die an dieser Art Bilder arbeitete. Und deshalb vermutete man, und so steht es auch hier auf dem Rahmen des Bildes, dass dieses Bild der italienisch-römische Maler Fioravante schuf. Jedoch war es nicht Fioravante, sondern Gottfried Liebald, ein deutscher Maler des 17. Jahrhunderts. Der starb im Jahr 1673 in Wien und wurde tatsächlich durch die italienischen Vorbilder inspiriert, gerade von Fioravante oder Maltese. Inspirován italskými vzory, právě těmi obrazy, dekorativní obrazy od Fioravante nebo Maltese, vlastně vytvořil takovýto obraz. Die berühmteste Leinwand überhaupt ist das älteste Barockstillleben Europas aus der Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das Bild musste anspruchsvoll renoviert werden im Atelier der akademischen Malerin Karin Artuni. Dafür erhielt sie sogar den höchsten Preis der tschechischen Denkmalpflege, den Preis Patrimonium pro Futuro. Man kann sagen, dass es sich in diesem Fall um ein Porträt handelt, ein Porträt des Teppichs von Liebald. Das Obst liegt eigentlich im Hintergrund, es soll sich gerade der Teppich auszeichnen. Wir sehen, wie der Teppich in Falten liegt, wir sehen auch die hintere Seite, wie der Teppich umgedreht ist. Das alles zeugt davon, dass es darum geht, einen so seltenen Teppich abzubilden. Die Besucher sind herzlich eingeladen, das Schloss zu besichtigen in der Hauptsaison von April bis Ende Oktober.
Während des ganzen Jahres finden im Tanzsaal zahlreiche Konzerte statt. Das Schloss ist auch im Sommer Austragungsort für die Freilichtspiele Open Air und auch Ausstellungsplatz der prominenten tschechischen Maler und Grafiker. Obwohl in Nebilovi die Renovierungsarbeiten immer weitergehen, hat sich das Schloss zum natürlichen Kulturzentrum im Bezirk Pilsen-Süd entwickelt. Ich möchte Sie gerne einladen zum Besuch des Schlosses und den regelmäßigen Führungen, auch zu den Ausstellungen der bildenden Kunst, zum Theaterfestival, zu einer Reihe barocker oder klassizistischer Konzerte. Und selbstverständlich lade ich die Interessierten ein, die heiraten möchten.